Was meinst du vom Geschmack her? Kakao ist für ihn auf keinen Fall gleich Kakao. Christoph Innauen liebt Schokolade. Aber noch wichtiger sind ihm die Menschen, die den Hauptrohstoff für Schokolade produzieren, die Kakaobauern. 8 Jahre hat er bei einem großen Schweizer Schokoladenhersteller gearbeitet. Doch bewirken konnte er dort wenig. Ist gut, he? Sieht sehr gut aus. Wir haben gemerkt, dass wir das Hauptproblem der Schokoindustrie nicht angehen können. Und das Hauptproblem aus unserer Sicht ist, dass eine grosse Machtinbalance besteht zwischen wenigen multinationalen Firmen, die die ganze Preisgestaltung definieren. Und auf der anderen Seite 6 Millionen Kleinbauern, die oft in Armut oder mit weniger als 2 Dollar am Tag leben. Zusammen mit Kakaobauern aus Peru gründeten Christoph Innauen und sein Partner Eric Garnier kurzerhand eine eigene Firma. Die Farmer sind direkt am Unternehmen beteiligt. Es gibt keine Zwischenhändler. Sie bekommen ihren Anteil am Verkauf in Cash oder Firmenaktien ausbezahlt. Bis 2020 sollen sie mindestens einen Drittel des Unternehmens besitzen. Dafür sind sie mitverantwortlich für Qualität und Auswahl des Kakaos. Was hat sich für eure Kakaobauern jetzt schon verändert? Also einerseits hat sich das Einkommen schon verbessert. Sie bekommen mehr über für ihren Kakao. Und vor allem sind sie eigentlich nicht mehr Kakaobauern. Also die Rolle von ihnen hat sich geändert. Sie sind jetzt Entrepreneurs, sie sind Unternehmer von einer internationalen Schokimarke. Und sie sind darum auch beteiligt an den Verkäufen der Schoki und liefern nicht nur einfach den Kakao an irgendwelche Multinationals. Hauptanbaugebiete für Kakao sind Westafrika und Südamerika. Das Durchschnittsalter der Farmer liegt hier in Peru mittlerweile bei 55 Jahren. Die meisten leben von weniger als 2 Dollar am Tag. Der Nachwuchs flieht aus der Armut in die Stadt. Die Kakaoproduktion droht zu sinken. Auch deshalb setzen die Schweizer Schokoladenhersteller zunehmend auf Anbaustandards, also Fairtrade-Labels oder eigene Nachhaltigkeitsprogramme, wie Urs Furrer vom Branchenverband Schokosuisse erklärt. Geht es da eher um Produktivitätssteigerung oder wirklich das Leben der Bauern zu verbessern? Letzten Endes sind das zwei Ziele, die sich nicht ausschliessen, sondern im Gegenteil, die gemeinsam erreicht werden können. Und es geht auch nicht nur um Produktivitätssteigerung, sondern es geht auch um Qualitätssteigerung. Wir haben das Interesse daran, dass wir qualitativ hochstehenden Kakao haben für die Schweizer Schoki. Und je hochstehender das der Kakao ist, umso grösser ist auch die Wertschöpfung, die der Kakaobauer davon hat. 2013 verarbeitete Nestlé insgesamt 430.000 Tonnen Kakao. Davon kamen 48.000 Tonnen aus zertifiziertem Anbau. Dieses Jahr sollen es 140.000 Tonnen sein. Lind und Springli verwendete 2013 100.000 Tonnen Kakao. Nichts davon kam aus zertifiziertem Anbau. Für 2016 will das Unternehmen 50.000 Tonnen Kakao aus selbst zertifizierter Produktion beziehen. Qualität sei gefragt, meint Peter Jossi von Swiss Fair Trade, auch beim Schokoladenkonsumenten. Und das komme am Ende den Kakaobauern zugute. Das ist auch ein wichtiger Grund, dass die Partnerschaft von den Verarbeitern und Vermarktern dann auch funktioniert. Weil man kann natürlich, wenn man auch qualitativ hochstehende Produkte letztlich vermarktet, dann kann man höhere Preise erzielen. Und die kommen natürlich dann auch den Anbauer letztlich zugute. Christoph Innauen und sein Partner glauben an ihren Weg. Auch wenn ihre Schokolade noch mit 10 Franken pro Tafel einen stolzen Preis hat. Doch vielleicht kann ihr Enthusiasmus den Wandel im Kakaogeschäft tatsächlich vorantreiben. Sie wären schließlich nicht die Ersten, die ein System von außen verändern.